Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Bevor das ja eigentlich Video kommt, wollte ich euch ja noch meine Verkäufe zeigen im Hintergrund. Ihr seht, ich habe fast all meine Verkäufe jetzt hier schon vollzogen. Ihr seht ungefähr, wie ich gesagt habe, 7000 für 84er und 4500 für 83er. Einige 82er habe ich auch noch verkauft. Zum Beispiel ein Bane-Skit für 4000. Manche 82er gehen für 2000. Also, ich zeige euch hier weiter und weiter. Es geht jetzt hier, ich glaube, nochmal zwei Reihen voll. Also, 50 Spiele habe ich ja verkauft. Auch Non-Rares gehen ganz gut weg. Jackass habe ich ja auch geholt für 900. Der geht jetzt für 1,9, 2000 weg. Also, im Großen und Ganzen kann man sagen, haben wir einen sehr, sehr guten Profit gemacht. Wie ihr seht, haben wir auch noch hier ungefähr 25, glaube ich, Spieler, die wir noch zu verkaufen haben. Ein paar Abschlussinforms. Ja, und das war's dann. Also wir werden auf jeden Fall über die 800.000 kommen. Was nicht schlecht ist. Teambesprechung, was ich upgraden sollte, kommt, denke ich. Wann kommt denn das? Ich weiß nicht, es kommt irgendein zukünftiges Video. Das sollte nur euch zeigen, was ich alles verkauft habe, damit ihr wieder Bescheid weißt, woher die Münzen umkommen. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem eigentlichen Video. Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ein Video von der Serie, die ich schon länger nicht gebracht habe. Welche Mannschaften von der Liga SBC lohnen sich momentan? Ich habe ja schon zwei Teile rausgebracht. Die habe ich unten verlinkt. Also ich habe da eine Playlist erstellt. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal abchecken, falls ihr das nicht gesehen habt. Ist ja momentan Cyber Monday. Viele Promo-Packs sind draußen. Können wir uns alle leiser als Road to Glory-Spieler ja nicht leisten. Ihr seht hier, sind richtig geile Packs, glaube ich, drauf. Ja, seltene Megaset und so, bla bla bla. Aber wir wollen auch vielleicht ein Pack-Opening machen. Und diejenigen, die jetzt vielleicht auch nicht viel Geld ausgeben möchten und ja, trotzdem Packs öffnen wollen, können das auch machen. Ich habe schon mal die ersten beiden Flash-SBCs gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das euch im Hintergrund zeigen werde, wahrscheinlich nicht. Und ich werde da, denke ich, kein extra Video machen. Ja, wie gesagt, ich werde euch gleich ein paar Mannschaften zeigen, die sich momentan lohnen. Ja, und wie gesagt, diejenigen, die das verpasst haben, die vorigen zwei Videos unten verlinkt. Verkäufer habe ich euch am Anfang des Videos gezeigt, also es hat sich richtig gelohnt. Wir sind eigentlich schon auf 800.000 hoch, Freunde. Ich zeige euch jetzt mal die restlichen Verkäufe noch, die ich gemacht habe. Hier, ihr seht, die meisten Spieler sind halt für 4,5 gegangen. Jetzt am Montag sind die Preise ein bisschen runtergegangen. Ihr seht, ich gehe hier ein bisschen runter auf 4,2, 4,1, auf 4.000, weil die jetzt nicht mehr so weggehen. Aber ist immer noch guter Profit. Paar Abschlussinfos, die ich noch hatte, zum Beispiel ihn für 10.000. Habe ich jetzt auch für 17.250 verkauft. Und hier noch ein paar Bastos für 4.000, 4.100. Also und 82er gehen auch noch ganz gut weg. Ist nicht schlecht. Habe jetzt noch mein Adebayor reingestellt. Ein Bebu, ein Hilton und ein paar restlichen 83er. Also nur noch 4 Stück. Dann habe ich alle verkauft. Und ja, eigentlich habe ich sogar mehr Münzen, als oben angezeigt wird. In dem Video zeige ich euch noch einen kleinen Trading-Tipp oder einen Investitions-Tipp. Und zwar kann man sich momentan aus aktuellen Team of the League meiner Meinung nach Pastore holen für 26.500, habe ich ihn jetzt hier gekauft. Dante für 19.750, Kruse für 20.000 und Raphael für 19.500. Meiner Meinung nach wird das der niedrigste Preis für sie sein und die werden nur noch danach steigen. Für diejenigen, die in einer Situation wie ich sind und die Münzen vielleicht brauchen werden, ja, wie gesagt, wenn ich die alle verkaufe, plus ich habe mir noch den Ericsson, den ich gezogen habe, habe ich schon jetzt über 900.000 wahrscheinlich oder an die 900.000 und damit kann man ja schon überlegen, sein Team abzugraden für die Weekend League. Wie ich es upgraden werde, werdet ihr wahrscheinlich im Video vom Mittwoch sehen, ja. Da werde ich dann nochmal drauf eingehen, was ich vielleicht upgraden möchte. Ich sag vielleicht Patrick Vieira, vielleicht aber auch komplett neues Team. Ich weiß noch nicht. Wie gesagt, ich lasse euch da auch ein bisschen mitentscheiden. Aber für diejenigen, die, sag ich mal, wirklich 2-3 Wochen sagen, Zeit haben, können sich wirklich diese 4 Informs holen. Also die werden auf jeden Fall steigen. Allerspätestens, wenn wir, sag ich mal, eine Prime-Ikon-SPC kommt, werden die richtig steigen. Wenn nicht sogar früher, wenn eine andere SPC kommt. Footmass ist jetzt auch kurz vor der Tür und alles andere. Und wie gesagt, ich sag nur ein bestes Beispiel war Parejo. Den habe ich damals für 20.000 geholt. Er ist auf 44.000 hochgegangen. Also ich sehe bei den Spielern auch guten Potenzial, dass sie genauso hoch gehen. Also zum Beispiel beide hier. Zum Beispiel Kruse, besonders Kruse, guck mal, der kommt aus der Bundesliga, ist noch Deutscher, kann man sehr, sehr gut verlinken. Also der könnte auf jeden Fall auch auf die 40.000 klettern. Wie gesagt, wenn ihr Münzen habt, die ihr wirklich
jetzt die kommenden Wochen nicht braucht, investiert in diese vier Impfforms. Easy Money. Ja, Aspas überlege ich noch zu verkaufen, der ist jetzt über 40.000, ich schau mal und ja, und dann würde ich sagen, labern wir nicht so lange, sonst wird das Video wieder zu lange. Wir gehen jetzt mal in die ersten Liga-SBCs, da stelle ich schon mal euch wieder ein paar Mannschaften vor, die ihr jetzt machen könnt, um noch ein bisschen, ein paar Packs aufmachen zu können. Und zwar haben wir, die erste Mannschaft kommt aus der Eredivisie, da haben wir drei Mannschaften. Sorry, wir haben noch eine Mannschaft aus der zweiten englischen Liga, Wolves. Die werde ich aber jetzt nicht machen, sondern erst in den kommenden Wochen oder nächste Woche, weil können in die Top-Partie kommen und da habe ich, sag ich mal, investiert und ich will die jetzt nicht hier jetzt in die SBC reinhauen und die kommt dann auf einmal morgen in die Top-Partie und da habe ich die ganze Investition umsonst gemacht. Deswegen gehen wir erstmal in die Eredivisie. Da haben wir einmal Ajax Amsterdam. Wir kriegen dafür ein Premium-Goldspieler-Set, brauchen nur 74 Rating, 95 Chemie. Ich lasse es gerne mal durchlaufen, die Spieler, die ich gekauft habe, die könnt ihr eigentlich, denke ich, 1:1 nachkaufen. Wie ihr seht, 400, 450 Münzen, also sehr, sehr günstig. Und wir zahlen für die SBC wahrscheinlich 4-5k, kriegen dafür ein 25k-Pack. Nicht schlecht, meiner Meinung nach. Kann man sich gönnen, wie gesagt, für diejenigen, die auch ein bisschen mitmachen wollen, ja, beim Pack-Opening. Und aber kein Geld haben oder kein Geld ausgeben möchten. Ja, als nächstes gehen wir nach Feyenoord, auch wieder genau dieselben Voraussetzungen, 74 Rating, 95 Chemie, ich lasse wieder durchlaufen, Freunde, wie gesagt, ein paar sind Erstbesitzer, aber die meisten sollten sehr nah am Abstoßpreis sein, wie ihr seht, und ja, wird wahrscheinlich auch um die 5k kosten, kriegen dafür einen Jumbo Premium Gold Set, nur ein 15k, aber ist eigentlich auch noch in Ordnung, wie gesagt, momentan lohnt sich das noch, weil 83er oder 82er, 83er, 84er für einen sehr, sehr hohen Preis gehen. Ich denke, die werden nach der SBC, dieser Inform SBC, wieder sehr, sehr stark sinken. Deswegen, ja, kann ich es nur empfehlen, vielleicht die Ligen SBCs jetzt zu machen. Hier kriegen wir nochmal ein Pack, das, ja, kann man mitnehmen. Naja, Jumbo Premium Silber Set habe ich auch für die meisten jetzt auch nicht viel bezahlt. Wie ihr seht, entweder gezogen oder für 150, 200 Münzen, 500, 600 Erstbesitzer. Also, eigentlich auch nicht so teuer, müsst ihr aber nicht machen, wenn ihr keinen Bock auf Silber-Pack habt. Ist nur optional, ich mache das mal, weil ich die meisten Spieler eh schon im Verein habe und für den Rest nicht viel bezahlen musste. Und dann haben wir schon mal drei Mannschaften durch, danach gehen wir in die russische Liga, Freunde. Und in der russischen Liga haben wir einmal die Mannschaft Krasnodar, die man noch machen kann. Dafür kriegen wir ein seltenes Goldset, müssen aber hier den Bronzespieler noch zum Mittelschirmer umpositionieren, damit wir die Chemistry hier bekommen. Kostet, glaube ich, auch nicht so teuer. Stürmer zum Mittelstürmer-Card kostet 500, also ist nicht so teuer. Und dann haben wir auch die, ja, die Chemie, die wir brauchen. 73 Gesamtwertung, 95 Chemie. Kann ich auch gerne mal wieder durchgehen lassen. Wie ihr seht, ich denke mal, die meisten sind sehr, sehr günstig. Kommen hier wahrscheinlich auch wieder bei, ja, 5k an, kriegen dafür ein seltenes Goldset, also 25k Pack, not bad, würde ich sagen. Und dann gehen wir weiter nach Spartak. Spartak Moskau ist, denke ich, auch ganz, ganz einfach gemacht. Wieder nur 74 Gesamtwertung, 95 Chemie. Kriegen ein Premium Elektrum Spieler Set, ist, glaube ich, was ist das für ein Pack? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall über 10k wert und wir zahlen aber hierfür wahrscheinlich, wenn wir ja mal hochrechnen, 5 bis 6k, weil manche Spieler sind ein bisschen teurer, aber ja, ist, denke ich, in Ordnung. Immer noch sollten wir hier im Plus sein. Und dann gehen wir weiter zu Zenit. Zenit, brauchen wir eine 75er Gesamtwertung, 95 Chemie. Lass ich mal ganz kurz wieder durchgehen, ihr kennt das. Auch hier seht ihr, ja, ein bisschen teurer manche Spieler vielleicht, ja, aber kein Spieler über 1000 und da kommen wir, denke ich, auch bei 5, 6, 7k an. Premium Goldspieler Set, 25k, nehmen wir gerne mit. Und dann gehen wir zu der allerletzten Challenge, das ist in der türkischen Liga. Başakşehir, kriegen dafür auch ein Premium Elektrum Spieler Set. Gleich auch wieder durchlaufen die Spieler. Wie ihr seht, sehr viele nah am Abstoßpreis oder habe ich sogar gezogen. Also aber auch selbst die ich gezogen habe, sollten sehr nah am Abstoßpreis sein. Und ja, das ist auch einfach gemacht. Das ist die allerletzte Challenge, die ich euch heute vorstelle.
falls jemand neu dabei ist und ihr seht, oh, du hast ein paar hier schon abgeschlossen. Wie gesagt, Videos zu diesen Mannschaften ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu dem Fun-Part und machen mal ein paar Packs auf. So, Freunde, 9 Packs haben wir am Start. Also plus die Flash-SBCs haben wir wieder 9 Packs. Ja, ich weiß, in letzter Zeit kam ein paar oder ziemlich oft Pack-Opening. Wird sich vielleicht ändern. Ich versuche da eine Balance zu finden. Aber ist halt, wie gesagt, Cyber Monday. Wir hatten auch Black Friday, alle YouTuber machen Packs auf. Das ist halt so ein bisschen die billige Version, die ihr zu Hause auch nachmachen könnt. Ja, ich weiß, wenn ihr so, sag ich mal, YouTuber seht, die geben hunderte, tausende von Euros auf. Das können sich nicht alle Leute leisten. Und hier ziehen wir leider, glaube ich, gar keinen, der irgendwas wert ist. Schade. Normalerweise ist da immer jemand dabei von den Silberspielern, die ein bisschen was wert sind. Aber die Treffen verpassen einfach die ganzen großen Ligen. Und ja, aber kriegen ein paar gute Consumables. Ich glaube, die gehen sogar für ein bisschen was. So ein paar hundert, das ist echt krass. Guck mal, Freunde, die gehen für 800 Münzen weg. Krass, also da haben wir schon ein bisschen wieder Plus gemacht. Also ist nicht schlecht. So, als nächstes, was sollen wir denn als nächstes aufmachen? Ich würde sagen, wir machen Jumbo Primo Gold Set. Die haben mich in letzter Zeit ein bisschen enttäuscht. Also normalerweise sind das meine Lieblingspacks. Aber ja, seit die den Design verändert haben, habe ich auch noch keinen krassen Spieler gezogen. Und das ist ein... klein. Not bad. Wie gesagt, 82er gehen. Oder sind zumindest gestern noch für viel gegangen. Ich weiß nicht mal, ob die heute noch viel gehen. Ich schaue mal ganz kurz nach. Immerhin noch 1,6. Also ich glaube, ich schaue den weg für 1,6. Das ist nicht schlecht. Der Preis. Ich glaube, der wird danach auch sinken. Wie gesagt, 82er sind halt jetzt noch... sehr gefragt, auch andere Spieler wie hier, die sind, glaube ich, auch alle noch gefragt, also mehr als normalerweise. Ihr seht, ein paar hundert, normalerweise gehen die alle für Abstoß. Muss ich nochmal mit meinem Verein vielleicht durchgehen und da ein paar Spieler noch verkaufen. So, Freunde, dann machen wir als nächstes, was machen wir als nächstes denn auf? Ich würde sagen, das Goldspieler-Set, die ist nur ein Seltener dabei, das war, glaube ich, von der Flash-SBC. Na, leider keine Leinwand. Aber, ach, das hier, der Bufal 79. Ja. So, Freunde, dann würde ich sagen, wir machen als nächstes die zwei Premium-Elektrum-Spieler-Set auf und dann die Reihe nach. Come on, wenigstens eine Leinwand, EA. Komm schon. Ja. Ich weiß, ich beschwere mich oft darüber, dass ich keinen Packlack habe, aber ihr müsst auch mal so gucken, wie viele Packs ich aufmache. Ist echt krass, ey. Und wie gesagt, im Großen und Ganzen kann ich mich nicht darüber beschweren, ja, über mein Packlack. Ich muss echt zugeben, ich habe echt schon ein paar gute Spieler gezogen. Und zum Beispiel hier ist auch wieder einer bei, ja, der ist, glaube ich, 1,8 oder so wert. Das ist schon mal nicht schlecht. Auf sowas habe ich ja gehofft bei den, oder auf sowas hofft man bei den Premium-Elektrum-Spieler-Packs. Und sonst, ja, eventuell eher noch, aber ich glaube nicht. Oh, er geht auch noch für 1K. Guck mal, Freunde, 81er müsst ihr auch mal gucken. Die gehen ja alle für so viele Münzen momentan. Also da muss ich vielleicht doch nochmal meinen Verein durchgehen. Da kann ich nochmal echt, ja, ein bisschen Münzen hier ansammeln. Für meinen nächsten Upgrade eventuell. Oder für meine nächsten Investitionen. Ich schau mal. Endlich eine Leinwand, korrekt, EA. Wer ist es? Wer wird es sein? Schweiz Torwart, not bad, Birki. Automatisch 6.000 bis 7.000. Not bad. Normalerweise würde ich mich nie über den freuen, weil der dann maximal 2K, 1,5K wert ist. Aber, wie gesagt, momentan sind die halt noch viel wert. Und deswegen mache ich die Packs auf. Guck mal, Freunde, 6,8K haue ich direkt rein, bevor das halt so spät ist. Ihr könnt aber auch überlegen, die auch vielleicht morgen zu verkaufen, weil das sind die Flash-Rounds nicht oder die Lightning-Rounds nicht mehr da. Da könnten die noch mehr gehen, aber ja, wie ihr seht, die gehen ja alle hier für so viel Coins. Da muss ich echt später nochmal meine Verein durchgehen. So, Freunde, 4 Packs haben wir noch. Ich würde sagen, wir machen dann die Reihe hier jetzt noch auf. Ja, Set und Goldset werden mit aufgemacht und dann bis jetzt not bad. Ich würde sagen, wir kommen echt mit Profit da hier raus. Also, wir bezahlen ja pro Pack oder pro SBC 4 bis 5K. Und haben bis jetzt echt nicht schlechte Sachen gezogen. Und wie ich gesagt, so ein Rooney, der geht auch locker für noch, wie viel? 81er, okay. Kolasinac, ja, aber guck mal, der geht auch noch für seine 1,4. Also, man kann sagen, 1,8 für 82er vielleicht, 1,4 für 81er. Also, ja, da kann man Smalling ziehen wir noch. Ja, Smalling, not bad, könnte auch. Ja, ja.
Ja, der ist auch noch mal ein bisschen was wert. Den muss ich auch später noch verkaufen. Also, not that bad. So, dann würde ich sagen, Premium Goldspieler Set Number Uno wird aufgemacht. Vielleicht noch ein paar Leinwände. Na, ich hasse diesen neuen Design. Da sieht man so schnell, dass da einfach nichts bei rauskommt. Und Millic, eieiei, ist nicht das allerbeste. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das Pack, das ist wirklich nicht gut. So, Freunde, vorletztes Pack, Premium Goldspieler Set. Please, EA, noch eine Leinwand wäre fresh. Ich mag den neuen Design nicht. Ich bleib dabei. Ich mag das nicht. Da habe ich auch nicht so viel Packlack bei dem neuen Design. Und der BJK schickt mir eine Freundesanfrage. Grüße gehen raus, mein Freund. Wie gesagt, ich nehme nicht so viele Freundesanfragen an, weil ich, ich habe eh schon, die Liste ist schon voll und, deswegen nehme ich meistens nicht so viele an. Seid mir da nicht böse. Okay, Freunde, das allerletzte Pack. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen geholfen, also da ich euch jetzt nochmal ein paar Mannschaften gezeigt habe, die man machen kann. Falls ihr halt, wie gesagt, ein paar Münzen übrig habt oder von den Mannschaften ein paar Spiele habt, könnt ihr die ganz einfach machen. Meiner Meinung nach, momentan lohnt sich das noch am meisten, die Packs aufzumachen. Und wie gesagt, wer noch Münzen übrig hat zum Investieren, kann das ja machen in die 4 Informs. Meiner Meinung nach, momentan die sicherste Investition, ja, jetzt in die paar Informs noch zu investieren. Dann würde ich sagen, schließen wir das Video mit den Prime Electrum Spielerset auf und hoffe auf eine Leinwand. Yay! Na, eine Leinwand mit Birky. Ich meine, da kann man sich nicht so beschweren, aber muss echt sagen, gut war es nicht. Castro nochmal, eventuell 1,8k. Ja, sonst, boah, sonst, 2k vielleicht sogar? Guck mal, Freunde, das meine ich. Und 1,3, krass, ist doch wieder ein bisschen gesunken. Und hier auch bei den Silberspielern haben wir so viel Pech, dass wir nicht mal aus den großen Ligen was ziehen, ne? Also, kann man sagen, was man möchte. Meiner Meinung nach, ich habe Packluck, ja, aber auch nicht den übertriebenen. Und dann würde ich sagen, ja, falls euch das gefallen hat, schreibt mir das mal in den Kommentaren, ob ich das wieder weiterhin bringen soll. Das kam ja länger nicht und ich dachte, heute passt das perfekt zu Cyber Monday, falls diejenigen noch ein bisschen Packs aufmachen wollen. Und ja, meine letzten Investitionstipp für der Cyber Monday hier, bevor das vorbeigeht, weil heute ist ja die letzten Lightning Rounds. Ich gehe mal davon aus, dass die Infos danach ein bisschen wieder ansteigen und dann je später oder je länger man wartet, bis die SBC kommt, wo die gebraucht werden, werden die dann noch stärker ansteigen. Ich überlege mal, wie viele ich von denen noch hole. Bin mir noch nicht sicher, weil ich auch mein Team verbessern möchte. Ich habe mein Team jetzt gar nicht verbessert über die Weekend League. Das werdet ihr aber am Mittwoch sehen. Da werde ich das Video zu Weekend League raushauen und wahrscheinlich eine Teambesprechung. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen, welche Spieler zu holen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Schauen, wie immer. Wir sehen uns dann die Tage wieder. Ciao!